Bei Eintreffen schlugen aus einer Wohnung in der 7. Etage eines 8-geschossigen Mehrfamilienhauses die Flammen raus. Der erste Angriffsweg war über die Drehleiter von außen. Die Flammen schlugen aus dem Balkon raus. Der zweite Rettungsweg war durch das Treppenhaus. Die Tür musste gewaltsam geöffnet werden. Zur Brandbekämpfung gingen insgesamt 3 Trupps in der Wohnung vor. Die Wohnung ist komplett ausgebrannt. Die Bewohner der Wohnung kamen eigenständig raus. Der Hund und beide Bewohner kamen raus. Sie werden zurzeit vom Rettungsdienst behandelt. Mit Verdacht auf Rauchgas, ob sie ins Krankenhaus gefahren werden müssen, ist noch nicht bekannt. Das war eine sehr dynamische Lage. Wir mussten auch den zweiten Angriffsweg von innen, war sehr mühsam, weil wir die Treppen rauf mussten in die 7. Etage. Die Tür war verschlossen, die mussten wir gewaltsam öffnen. Und die 3 Trupps haben den Brand dann von innen bekämpft. Wir haben 2 verletzte Feuerwehrleute, wovon einer internistisch ist. Der ist in der Feuerwehr ins Krankenhaus Siegburg gebracht worden. Und einer ist mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Troisdorf gebracht worden. Ja, in der Summe haben wir 5 Verletzte, 2 Feuerwehrleute, 3 Bewohner. 3 Bewohner aus dem Hause mit Verdacht auf Rauchgas werden zurzeit vom Rettungsdienst behandelt. Ob sie ins Krankenhaus gefahren ist, noch nicht sicher. Die beiden Feuerwehrleute sind beide im Krankenhaus. Es ist keine angenehme Situation. Die Feuerwehrleute von dieser Löschgruppe werden zurzeit im naheliegenden Feuerwehrgerät aus der Löschgruppe Friedrich-Wilhelms-Hütte betreut. Man redet über diesen Fall und muss mal sehen, wie es weitergeht. Ja, wir haben MAMP 1 ausgelöst. Wir haben also vor Ort rettungsdienstmäßig 6 Rettungswagen, 3 Notarztwagen. Man muss mit einem solchen Haus mit vielen Verletzten rechnen. Wir sind, glaube ich, 120 Personen gemeldet. Und dann rechnet man ja mit einer großen Anzahl von Verletzten. Die 8. Etage und die 7. Etage sind komplett begangen worden und komplett leer geräumt worden. Die Bewohner sind alle unten und werden zurzeit betreut.